Moin, meine lieben Leute, herzlich willkommen natürlich zu einer weiteren Folge von Shadow of the Tomb Raider. Und was ich sagen wollte ist: Oh, Pistolen-Munitionsbeutel. Oh, Pistolen-Schalldämpfer, den haben wir aber schon, brauchen wir nicht. Was ich sagen wollte ist: Ich hab. Ihr seht ja, jetzt habe ich 7656 Goldstück wieder. Liegt daran, weil wir haben die ganze Zeit Golderz gesammelt. Ich dachte die ganze Zeit, es wären die Pesos da. Deswegen machen wir alles Ja, so macht man verkaufen. Geschäfte. Sonst haben wir schon wieder Geld mehr. Ich habe jetzt ebenfalls aus dem Fluss habe Viel ich auch mal Spaß. das noch mitgenommen. Gewehrmunitionsbeute. Perfekt. Direkt mitnehmen. Ausgezeichnete Wahl. Oh, mitnehmen. Viel Spaß. Komm bald wieder. Nimm wirklich lieber alles mit, dass ich so viel Munition tragen kann, wie es nur geht. Und diesmal, Leute, geht's Jonah, wirklich weiter. hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Oh. Lara. Jonah hat Ich höre, wie sie was, in der ne? Tiefe rufen. Die Stimmen. Die alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. Nein. Sieh es dir selbst an. Sieh dir an, wie der Atem der Götter aus dem Schoß der Erde kommt. Und hör auf ihre gequälten Schreie. Das war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Ich kann sie aus der Unterwelt rufen hören. Die Stimmen der alten Götter. Ein Grab. Lass das. Ich gehe da jetzt nicht hin, weil ich bin jetzt schon wieder in dieser Versuchung hinzugehen. Das ist nicht mehr normal. Wir wollen ja auch in der Story weiterkommen. Hey, das sieht von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal. X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara, Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das wollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Den Tempel gefunden. Toll. Verdammt. Trinity ist schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche ihnen zu folgen. Oh je. Trinity. Aha. Wow. Das war schön. Oh ja. Was haben wir entdeckt? Das nehmen wir auch noch mit. Wenn noch mal so ein Aal kommt, ey. Ich habe erst letztens ein Video auf TikTok gesehen von einem Aal. Ich dachte mir so, ja. Da musste ich gerade wieder an den Aal von hier denken. Da dachte ich mir echt so, warum? Operation Einsamer Wolf läuft. Was macht ein Aal unterwegs. Mitten im Dr. Fluss? Dominguez, ich
in einem Süßwasserfluss wahrscheinlich vor allem, ja? Ja, Commander, tut mir leid, Sir. Zack, 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 zack. Hier kommen wir nicht weiter. Hier vielleicht? Aha! Oh. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Ist euch aufgefallen, dass es irgendwie immer der Generator ist? Offensichtlich haben wir die ganze Zeit. Shit! Nein! Oh oh! Oh oh! Vielleicht entdecken sie uns nicht mehr. Wir verhalten uns einfach jetzt ganz ruhig. Shit, shit, shit. Kann ich mich nicht kurz hochgehen? Okay. Soll ich meine Waffe ablegen? Würde dir das gefallen? Ja, ich bin ehrlich, würde mir sehr gefallen. Wir dürfen es da unten nicht vergessen. Ja. So. Und? Ich wusste, dass diese Scheiße nicht macht. Tja, kannst mich mal. So sieht's aus. Oh ja, perfekt. Jetzt holen wir uns noch das, was da drin ist. Alter. Wir werden jetzt Hitman-Croft. Ich sag's euch. Wir gehen ab. Oh ja, klauen wir die Pesos. Das sind meine Pesos. Oh, meine Federn. Ein Manifest von Trinity. Gottes Versprechen gegenüber Noah, er würde diese Welt nie wieder zerstören, kann so gedeutet werden, dass er der Meinung war, die Menschen hätten ihre Lektion gelernt. Aber haben wir das? Eine andere Deutung wäre, dass er der Menschheit selbst die Kraft der Zerstörung gewährt hat. Wir sind verantwortlich für alle lebenden Seelen, die jetzt jedoch verdorben und abgestumpft sind. Es ist 4000 Jahre her, seit die Welt zuletzt echte Reinheit gesehen hat, und wir haben vor, das zu ändern. Wir werden die Architekten einer neuen Welt sein. Wir werden allen den Weg ins Himmelreich ebnen. Wir werden dieser sündigen, verwerflichen Welt ein Ende bereiten. Hä? Aber was macht das für einen Sinn, wenn du Massenmord begehst, ja? Die Welt von neu an bevölkern und alles, das macht keinen Sinn. Weil es immer wieder diese Menschen geben wird. Und vor allem die Menschen, die diese Welt so kaputt machen, das sind die Menschen, die im Endeffekt hier sind. Bist du okay? Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Mach bloß keinen Blödsinn. Entschuldigung. Trinity ist angespannt. Oh, wenn sind sie hier sind, dann sind sie Upgrades. Vor. Perfekt. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Oh? Wenn Dominguez recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Ich muss halten dafür. Geräuschloser Stich, ein polierter Lauf, reduziert die Schuss. Ablenkung und erhöht somit den Schaden. Perfekt! Ja. Wird den Schaden hochballern auf jeden Fall. Ergonomischer Griff. Die lederumwickelte Griff ermöglicht einen komfortablen Halt und gleicht den Rückstoß besser aus. Oh ja, Rückstoß muss auf jeden Fall drauf sein. Die erhöhte Auslöserempfindlichkeit ermöglicht eine höhere Feuerrate. Ja, Mann.
Ja. Ich würde einfach sagen, komm, mach einfach. Machen wir so weit, wie es geht. Wir müssen ja nur... Seht ihr, jetzt haben wir die erste Waffe. Bam! Bam! Ja, bam! Was für Upgrades hier reinstecken? Höchstens in den hier. In Sachen, wo es auch was bringt. Das macht ja keinen... Das ist ja ein Witz, wenn ich das jetzt in diese Waffen hier mache. Boom, Alter. So, Fähigkeiten. Habe ich einen Fähigkeitspunkt wieder. Bei Blau bin ich, glaube ich, nicht so oft. Nee, ich habe bei Rot habe ich 3. Bei Blau habe ich mehr. Also sind wir jetzt erstmal bei Rot. Reduziert erlittenen Schaden von tiefen Stürzen. Kostet nur 1. Ja, ich glaube, wir können uns erstmal nur das hier leisten. Sonst kostet es nur noch 2. Super. Perfekt. Höre, ich bin gerade voll verliebt in das Spiel. Die junge Croft ist aktiver und weniger vergeistigt, als es ihr Vater war. Trotz ihrer Intelligenz geht es ihr bei der Suche nach Artefakten nicht so sehr um deren Bedeutung und Geschichte, während sie gleichzeitig deutlich mehr Risikobereitschaft zeigt. Ohne eigene Kinder oder Familie kann sie sich gänzlich auf die Verfolgung ihrer Ziele konzentrieren, wobei ihr Verhalten teilweise an Besessenheit grenzt. Ein Umstand, der sie mitunter impulsiv oder unberechenbar erscheinen lässt. Wir sind dennoch der Überzeugung, dass sie aufgrund ihrer Tatkraft und Persönlichkeit leichter zu beeinflussen sein und eher Ergebnisse liefern wird, wenn man ihr größere Herausforderungen in Aussicht stellt. Sollte sie darüber hinaus Informationen besitzen, die Richard Croft möglicherweise vor Trinity zurückgehalten hat, wäre dies schlicht ein Bonus. Ihre Rekrutierung wird von uns nachdrücklich empfohlen. Wir lassen uns auf jeden Fall nicht von Trinity rekrutieren. Wir haben also erstens, unser Vater ist ermordet worden von Trinity. Zweitens, Trinity will die Macht über die Welt. Und vor allem, es sind die unmöglichsten, unmöglichsten Leute, glaube ich. Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. Ich finde das so geil, wie die sich tarnt. Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die meisten Barrikaden sind fertig. Fast ist nicht gut genug. Sichert den Bereich sofort und sorgt dafür, dass alles dicht ist. Ja, Sir. Verdammt, sie macht Jagd auf uns! Die sind runter und nicht mehr raufgekommen. Tja. So sieht's halt aus, Leute. Ich würde mal behaupten, ihr habt die Arschkarte gezogen. Das Aufklärungsteam. Scheiße, Mann am Boden. Boom. Alter, ich bin so eine Hitman-Frau, ey. Ich wette Hitman Agent 0? Nee. Wollte ich gerade 007 sagen. Agent 47 wäre auf jeden Fall auf uns stolz. Oh, Hitman wäre eigentlich auch eine gute Idee, mal zu zocken. Mal gucken, was der Game Pass noch hergibt. Okay, das Gebiet ist abgeriegelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls doch etwas schieflaufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Hm. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall Rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getobt hat. Oh oh. Okay. So. Den snipen wir hier weg. Ich glaube, ich drehe durch. Wir erleiden Verluste. Alter, wie geil! Alter, wie geil ist das denn? Ich schwöre. Jonah, die Pisse ist so geil. Ist die ist Peru. So geil. Wir haben Trinity befohlen, eine Ausgrabungsstätte unter einer alten Ölquelle abzuriegeln. Willst du es überprüfen? Ja, ich werde nachsehen, was sie gefunden haben. Rook bin war mal gespannt. Als Dominguez in Cozumel den Dolch genommen hat. Sie müssen unsagbare haben, Reichtümer. Was der nächste Schritt ist, um die verborgene Stadt zu finden. Auf jeden Fall alles mitnehmen.
mitnehmen. Hm. Oh! Öl! Das ist heutzutage echt ein sehr, sehr gutes Gut, was man gebrauchen kann. Ist mal die Ölquelle hier. Oh, shit. Boah, ich wäre jetzt fast da runtergesprungen. Oh, abseilen. So. Tada! Wir sind unten. Art der Lebenden. Oh. Okay. Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Oh. Was ist passiert? Sag mir jetzt bitte nicht, da kommen irgendwelche alten Inkas oder so, die uns töten wollen. Oh, bitte nicht. Hm. Ah. Seht ihr das? Was ist das denn? Oh, können wir mal nachladen. Ging aber fix. An Trinity Dr. Dominguez. Möglichen Zugangspunkt zum Tempel außerhalb von Kuvakyaku entdeckt. Ausgrabungsequipment ist unterwegs. Hm. Trinity sind richtige Bastarde, ey. So. Archivar. Das ist gut. Aber ich frage mich, wer hat die Trinity-Leute ermordet? Waren sie es selber? Was ich eher nicht glaube, weil... Sieht nach einem richtigen Blutbad aus. Hä? Ich konnte nicht sterben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die ganze Zeit nur mit der Piste da hier eigentlich alle kill. Aber wenn es so leise geht, ich meine, ist doch schön. Aua. Oh. Ah. Ja. Noch ein Stück. Oh, hier geht's lang. Oh mein Gott. Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Was ist das denn? Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Okay, Jonah. Pass aber auf dich auf, bitte. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Aha. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Ich dachte jetzt so viel wie... Da ist irgendwie... Konsequenz oder so, dass... Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Aber wie soll ich das gucken? Wie soll ich das abgleichen? Ist das also? Okay. Es wird immer verworrener. Okay, ist das jetzt in dem Fall so richtig oder nicht? Ich lasse jetzt mal so offen stehen. Wir können ja mal das andere da ein bisschen bewegen. Würde er jetzt wahrscheinlich genau dasselbe hier machen. So. Ah, und die Mitte davon werden wir dann erreichen. Ah. Bei dem ist es so ähnlich aufgebaut. Ganz ruhig jetzt.
Okay. Komisch, ich dachte eigentlich so viel, wie es würde jetzt ein schlimmes Rätsel sein. Ich dachte, das war so klar. Oh mein Gott, nein. So knapp. Ach du Heilige, nein. Jetzt check ich's. So. Die untere wir müssen es jetzt so anpassen, wie es dort ist. So, diese drei Punkte, glaube ich. Ach, jetzt komm bitte richtig. So. Wie komme ich hoch? Ich würde gern das Ding so verstellen, dass ich auch oben drauf komme. Aber wahrscheinlich ist es oben so geblieben. Ah. Und jetzt wahrscheinlich hier den hier. Genau. Und jetzt müsste das ja bleiben. Und die Tür aufgehen. Und? Perfekt. Oh. Noch eine Tür? Das kann nicht alles sein. Ich hätte mir auch denken können, dass da wahrscheinlich noch mehr Steine dazu kommen, oder? Ich meine, hey, ich habe Spaß daran, an Steinen so rum zu experimentieren. So. Ganz oben sind es mit den vier Punkten. Ein Punkt, drei Punkte und dann gar nichts. Eigentlich kommt jetzt gar nichts. Gibt's das? Warte mal. Ich geh jetzt mal rüber. Guck mal, ob ich hier noch vielleicht ein Steinchen finde, so. Nee. So. Da oben habe ich die mit den vier Punkten und dem Strich. Dann kommt ein Punkt, dann kommen drei Punkte. Und dann dürfte gar nichts mehr kommen. Ich mach mal den Strich hin. Hier wird das im Endeffekt nur diesen, wie soll ich sagen, diese kleine Tafel oder was es immer ist, genau die. Aber das hier macht mir noch ein bisschen Sorgen. Mal gucken, vielleicht geht es. Hey Jonah, geht's voran? Es geht. Unvollständiges Datum und eine Darstellung von Chachel. Ich habe hier zwei Daten und X-Chel. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Echt jetzt? Da kommt ja immer mehr. Okay, also der Strich heißt an sich, dass da nichts mehr kommt. Aber ich finde gerade keinen Strich. Oh shit. Nee, warte mal, wir machen es so. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht. Hinweis. Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chachel? Waagerechte Linie mit zwei Punkten darüber. Sieben, oder? Danke. Okay, Chachel ist ja das hier. Kann es sein, dass ich es jetzt richtig habe? Das Foto. Aus Cozumel. Oder wie es auch immer hieß. Lass einfach auf gut Glück probieren.
hat er recht. Hat er recht. Ach du Heilige. Jonah. Hey Lara, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Wo? Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Kann sie wissen, wo das ist? Das hier wird dir gefallen. Oh. Ja. Ja, noch so ein Ding. Mehr Erfahrungspunkte. Ja. Ja, Mann. Wir kriegen das Ding ein bisschen gefüllt. Oh. Oh. Ja. Und wahrscheinlich jetzt noch mehr. Ich bin nicht sicher. Der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt nicht. Entziffern nicht möglich. Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Ah, wir müssen den ganzen Mam-Dialekt lernen, indem wir das Ganze erfahren. Dass wir das in dem Fall dann auch analysieren können. Aha. Interessant. Interesting. Hä? Hallen des Adlers. Wir müssen jetzt da entlang, okay. Aber ich möchte erstmal noch kurz hier alles auseinandernehmen. Alles mitnehmen, was soweit geht. Das geht leider nicht, okay. Und hier ist noch was. Oh, siehst du? Noch 3 Stück und wir haben es. Wir können ein bisschen was. Das Wasser. Whee! Wow. Piranhas? Oh, wir müssen uns verstecken. Oh, bitte, bitte. Oh nein! Was? Oh, ich sehe schon, die Folge ist leider viel zu lange. Deswegen, wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge erst wieder. Danke fürs Zuschauen und... Oder wird mal länger.